Die Zerstörung von Armin Laschet. Armin Laschet, der muss nicht zerstört werden, der Mann ist. Der. Scheiß doch, der Typ ist ganz weird. Ich möchte fast sagen, amerikanischen Wahlkampf, in dem nicht Fakten über den Sieg entscheiden werden, sondern wer den meisten Dreck auf seinen Gegner werfen kann. Bisher hat Armin Laschet. Beziehungsweise, leider, die Erfolgsstrategie ist, wer am wenigsten auffällt, Jungs. Olaf Scholz ist der erfolgreichste, also der, den die Bevölkerung das am meisten zutraut, Bundeskanzler zu werden. Und seine Strategie ist, ich bin nicht da. Mich gibt es nicht. Wisst ihr, was ich meine? Relativ erfolgreich wegducken können, bis zu seiner Reaktion auf die Flutkatastrophe, die ungünstigerweise von der Kamera aufgezeichnet wurde. Also dachte ich. Wer von diesen Politikern hat nicht Dreck am Stecken? Okay. Baerbock ist in keiner Korruption-Affäre. Ja, Affäre, aber sie hat in der Wahlkampf echt mies verschissen. Ich meine, Jungs, Baerbock hielt es actually für eine smarte Idee, in ein Interview das N-Wort zu sagen. Ich bin trotzdem für die Grünen. Ich würde die Grünen wählen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass er als Kanzlerkandidat Habeck mehr geeignet wäre als Baerbock. Und es liegt nicht daran, dass sie eine Frau ist. Ich sammle mal alle Fakten über Laschet, die ich in Artikeln finden kann. Wer ist dieser Mann eigentlich? Wo kommt er her? Und warum ist er möglicherweise bald unser Kanzler? Was ist passiert, dass der ehemals progressive Integrationsminister und Mitbegründer der schwarz-grünen Pizza-Connection zu einem Feindbild der Klimaschützer wurde? Man spricht ihm mittlerweile glattweg die Befähigung dazu ab, Bundeskanzler zu sein. Aber vielleicht ist es ja auch nicht der fähig sein muss, ein anderer ihn lenkt. Kann man diesem Mann überhaupt trauen? Heute geht es um Betrug, altehrwürdige Männerbünde, radikale Hintermänner und das ganz große Geschäft. Und man muss zwischendurch auch das ein oder andere Mal vor Verzweiflung lachen. Willkommen bei House of Cards, Armin Laschet Edition. Mal gucken, wie viel ich davon kenne. In den letzten Monaten war die Zeitung voll von Skandalen um Baerbock. Früher allerdings waren die Zeitungen immer... Laschet auch abgeschrieben, Buch, aber juckt irgendwie niemand. ...gefüllt mit Dingen rund um Laschet. Und da wir dazu neigen, uns immer nur kurzfristig Dinge merken zu können, mache ich dieses Video. Meine Mission auf diesem Channel war es ja schon immer anzuregen, ja, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und damit ihr die alten und nicht ganz so bekannten Geschichten rund um Laschet... Der Sound ist so an, warte mal. Kannst, also, Sound ist an, warte mal, ich wechsle mal auf die Szene, vielleicht sollte es in der gehen. Laschet erfahrt, habe ich für... Aber wenn du ihn folgst... Und dann wieder folgst, geht das nicht so. Das ist so, es gibt so einen Spam-Schutz, Zeitschutz. Dutzend Artikel gelesen. Das hier, dieses Video soll nur aufklären, damit ihr wisst, wofür ihr im September euer Kreuzchen macht. Vorher noch wichtig, heute Abend ab 20 Uhr sammle ich auf Twitch Spenden für die Flutopfer. Falls ihr noch nicht geholfen haben solltet, ist das vielleicht euer Anlass. Mach Test. Programmempfehlung, Link zu Twitch findet ihr natürlich da unten. Viele, mich eingeschlossen, hatten Laschet eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Die größten Triumphe Laschets basieren auf dem einfachen Umstand, dass er irgendwie übrig geblieben ist. 2012, als die CDU in NRW... Sau! Warte mal! Jetzt ist der Sound da, im Weg. Wollte sowieso keiner. Zum einen hat er gegen Hannelore Kraft. Jetzt hab ich mir gerade Mühe gegeben, aber nein, jetzt ist es zu spät. Weil der so, wir gucken nochmal. Berlin berufen, als die NRW-CDU Doppelspitze im Ring begriffen war, wodurch er dann Fraktionsvorsitzender und dann Spitzenkandidat werden konnte. Das Integrationsministerium, naja, das wollte sowieso keiner. Zum einen hat er gegen Hannelore Kraft gewonnen, weil deren Zeit in NRW... Ganz kurz, Jungs. Die Grünen schlagen jetzt ein Ministerium vor. Also, Clear war super wichtig, aber die schlagen jetzt extra ein Ministerium vor, das Gesetze blockieren kann, wenn sie nicht... mit den 1,5 Grad hier von Paris gut operieren. Ein Ministerium außerhalb des Kanzleramts, was Gesetze blockieren kann. Weiß ich jetzt nicht, ob das so cool ist. Gekommen war und zum anderen hat er gegen Friedrich Merz gewonnen, weil, naja, Friedrich Merz eben Friedrich Merz ist. Kleiner Einwand. True. Wir werden vermutlich Friedrich Merz als Wirtschaftsminister bekommen, wenn Laschet gewählt. Scheiß drauf, Digga. Denn der ist nicht nur ein Bundesbruder einer anderen und mit sehr braunen Vergangenheit versehenen Bruder oder besser gesagt Burschenschaft, sondern wurde von Laschet schon mal mit einem Posten versehen, nämlich dem Brexit-Beauftragten in NRW. Was Laschet jetzt mit Burschenschaften zu tun hat, das schauen wir uns auch gleich noch genauer an. Nach dem Motto, halt dir deine Feinde nah, hat ihn umgehend in sein Wahlkampfteam berufen. Teflon-Armin, Kniffel-Armin, Lügen-Laschet, Türken-Laschet, Bruder Leichtfuß. Gemäß Würfel-Armin. Dieser historischen Tradition möchte ich die Kapitel meiner Reportage auch speziell benennen. Wir fangen an mit Burschen. Armin. Meine lieben Freunde, ich dachte, es wäre ein entspannter Start, ne? Dieser Blick ins Biografische. Aber was soll denn schon in den ersten 20 Jahren des Lebens von Armin Laschet passiert sein? Tja, vielleicht wirklich die entscheidendsten Dinge. Blicken wir zurück. Armin Laschet ist ein gläubiger Katholik aus Aachen, Sohn eines Steigers, wie er sehr gerne und oft betont, der später Grundschulrektor wurde. Also solide, bescheidene Herkunft. Aber es sollte gleich hoch hinausgehen für ihn. Denn früh übt sich, wer Bundeskanzler werden will. Er engagierte sich in der katholischen Jugendarbeit, er wird Messdiener und singt im Kirchenchor. Letzteres vermutlich wegen der Tochter des Chorleiters. Und manchmal muss man einfach Glück haben, denn der Chorleiter und dessen Tochter, die Laschet dann 1985 heiraten sollte, war Heinz Malingret. Er ist in der katholischen Hochburg Aachen eine richtige Persönlichkeit, ne? Geschäftsführender Gesellschafter des Kreuzkatholischen Einhard Verlags, Direktor der Vereinigten Glaswerke in Aachen, Vorsitzender des Verwaltungsrats des TÜV Rheinland. Bro, keine Ahnung, was der Mann von mir will. Aufsichtsratmitglied der Stadtsparkasse Aachen, Präsident von Aachens Industrie- und Handelskammer und Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Heinz Malingrets Bruder Kurt ist Aachens Oberbürgermeister, Mitglied des Geheimordens Opus Dei, Kommandeur des päpstlichen Ritterordens vom Heiligen Georg dem Großen, Ehrenmitglied der katholischen Studenten. Digga, übertreib mal nicht, ein Titel reicht auch. Verbindung Karolingia Aachen und Ehrenvorsitzender der Aachener CDU. Boah, also das ist schon beeindruckend, so viele Titel auf so wenig Mensch. Ne? Der Freitag schreibt dazu, in dieses erzkatholisch-männerbündische Honoratiorenmilieu, den Aachener Klüngel, wächst der ehrgeizige Armin hinein. Mit 18
tritt er der CDU bei und studiert, wie der Schwiegervater ins B, Jura. Nebenbei bemerkt, mit einem Stipendium von der Konrad-Adenauer-Stiftung, wie er das wohl bekommen hat. Er wird Mitglied der katholischen Studierenden in München und Ripuaria Bonn, zu deren Prinzipien es zählt, sich gegenseitig nach oben zu helfen. Diese Verbindung haben auch Protektoren. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, worum es da geht, bei dem Namen Protektor. Und einer der Protektoren war beispielsweise Papst Benedikt XVI. Wer sich jetzt die Liste der alten Herren anschaut, findet dort viele Minister, Generäle, Chefärzte, Intendanten, Bischöfe, Professoren, Richter und Vorstandsvorsitzende. In den katholischen Burschenschaften werden die Grundsteine für die späteren Karrieren der Bundesbrüder gelegt. Ja, und wir erinnern uns, Merz ist auch ein Bundesbruder. Übrigens habe ich jetzt im Zuge dessen gelesen, dass Ripuaria Bonn 2019 in die Schlagzeilen geriet, weil es mutmaßlich als Knotenpunkt von rechtspopulistischen Bündnissen gilt. Ja, darunter Demo für alle, Bund für das Leben, dem Beatrix von Storch nahesteht und den österreichischen Reformkonservativen, die beispielsweise wieder eine Monarchie einführen wollen. Naja. Ah, chillig. Den ersten Stecks dann doch Journalist werden, arbeitete beim BR und wurde dann Chefredakteur für das Kirchenmagazin für das Bistum Aachen, was ihm sein Schwiegervater vermittelte. Von da an geht es erstmal bergauf. 89 wird er jüngster Ratsherr von Aachen. 94 per Direktmandat in Aachenstadt. Digga, wie er aussieht! Digga, die Plakate wirklich genauso dämlich wie heute. Zuhören können, Armin Laschet. Entscheiden und handeln, Armin Laschet. Deutschland, noch nie gab es mehr zu tun. Ist doch von Christian Lindner, aber ist genau die gleiche Aussage. Den Bundestag gewählt, 99 kommt er dann ins Europaparlament. Gut, der Mann, also will mir sagen, der Mann hat drei Menschen umgebracht. Ich würde mir nicht wundern bei dem Gesicht. Der, also, Digga. In Straßburg. Gut, das ist immer erstmal so eine Abstellgleis. Er kommt aber 2005 als Teil des Kabinetts von Jürgen Rüttgers zurück. Der ist übrigens auch Bundesbruder. Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist er seit 2017 und über seine Bilanz als Ministerpräsident, ja, er hat ja Regierungserfahrung, davon sprechen ja immer alle, können wir nachher noch reden. Ja, und wenn man es ganz zynisch sagen möchte, kann man sagen, Sieg in NRW, weil er nicht Hannelore Kraft war. Genau wie gegen Merz, weil er nicht Merz war und gegen Söder im Endeffekt, weil er nicht Söder war. Und dieses Jahr wird er Kanzler, weil er nicht Baerbock ist. Natürlich geht das alles nicht ohne Unterstützung. Beispielsweise wird er von Jens Spahn unterstützt. Der ist mit ihm nämlich auf dem Parteitag als Vizekandidat angetreten. Sprich, gewinnt Laschet, werden wir Spahn auch nicht mehr los. Ja, aber auch Laschet wird man nicht los, egal wie viel... Oh, das Traurige ist, Jungs. Es ist relativ, also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir diesen Mann als Kanzler haben werden. Freaking Armin. Und ich, also klar, vor jedem Menschen sollte man Respekt haben. Aber Jungs, es ist auch gar nicht respektlos gemeint. Aber können wir Laschet nicht einfach nur Armin nennen? Einfach so auch so duzen? Auf so einer freundschaftlichen Ebene? So, guck mal, Jungs, das klingt doch viel geiler, wenn man sagt nicht, ey, komm, ich Armin Laschet, sondern einfach, ey, Armin, was geht, Digga? Weißt du, es ist auch einfach so viel... Ach, ich weiß, was ich meine. Skandal und Skandälchen, er sich leistet, denn er... Ah, nicht erst auf respektlos angelehnt. Immer diese Bücher, ne? Das ist auch so ein Thema für sich. Frau Baerbock hat vor wenigen Wochen einen Satz vom Stapel gelassen. Denkst du, es ist eher wahrscheinlich nicht, dass GroKo, dass die GroKo kommt? Oder ist das Jamaika 2.0? GroKo... Das macht die SPD nicht mit. Das wäre ein Todesstoß für die SPD, von daher werden sie es mitmachen. Ich halte Jamaika für wahrscheinlicher. Auch wenn Christian Lindner gesagt hat, dass die Grünen nicht seine Wunschkoalition werden, er ist die Partei, aber auch nicht ganz, ne? Also ich halte Jamaika für am wahrscheinlichsten. Am besten wäre natürlich rot-rot-grün, aber... Wird nicht passieren. Der mich als Autor, Studenten und einfach auch als normalen Bürger mit Anlauf vor den Kopf gestoßen hat, nämlich... Also linke SPD und... Alleine. Das muss man erstmal sacken lassen. Das gilt natürlich, ja, für Fußballer, für Anlauf vor den Kopf gestoßen hat, nämlich keiner schreibt ein Buch alleine. Fresse, Würfel, Armin. Das muss man erstmal sacken lassen. Das gilt natürlich, ja, für Fußballer, Filmstars, Streamer und andere Menschen, deren Job... Streamer, Jungs, ich schreibe mein eigenes Buch, die Maldi-Bande, vom Junkie zum... Ja. Nicht das Ausformulieren von Gedanken ist... Ja, bis hier halt hier, ne? Ja? Ich möchte sagen, der Nutzen dieser Person für diese Gesellschaft eben nicht der... Es wäre, es also für den Klimaschutz mäßig, für entspanntes Leben, für soziale Gerechtigkeit, die wir nicht wirklich haben, es wäre schon nice, real talk. Aber wird ist recht unwahrscheinlich. Diese Menschen, die an ziemlich genau diesen Gedanken und Inhalten gemessen werden, die damit Werbung für ihre Wählbarkeit machen und auf ihre geistige Schärfe aufmerksam machen, ist es ein Armutszeugnis, wenn sie ihr Buch nicht selbst verfassen können. Und ich denke, damit sind wir d'accord, oder? Aber wenn wir einen Blick auf Armin Laschet werfen, fällt auf, dass Frau Baerbock scheinbar doch in einer guten Tradition gehandelt und schlicht aus fehlender Erfahrung noch nicht wusste, dass man dieses Thema nicht öffentlich anspricht, ne? Damit es einfach keinem auffällt, dass es normal ist. Und da sieht man halt wieder unwählbar, weil keine politische Erfahrung. Das hätte man wissen müssen, dass man sowas nicht anspricht. Wir schreiben den 17.06.2015 und die SZ titelt das falsch verbuchte Buch von Armin Laschet. Ich frag mich, ne? Ob sich Autor Bernd Dürries zu träumen wagte, dass Laschet es fertigbringen würde, kurz vorm Kanzleramt zu stehen, als er schrieb, die Luft für Armin Laschet wird langsam dünn, denn mittlerweile ist es eindeutig Höhenluft. Als Integrationsminister hat er 2009 das Buch Aufsteigerrepublik geschrieben. In Dankwort ist das halbe Ministerium verzeichnet, das alles machte von der Koordinierung bis zur Ideenzulieferung. Schon 2010 wurde öffentlich gefragt, ob Laschet da nicht Persönliches und Dienstliches durcheinander gebracht habe. Nein, sagte er, es sei ganz normal, dass Mitarbeiter des Hauses für ihn Namensartikel oder Redebeiträge formuliert. Niemand schreibt ein Buch selber. Da haben wir nochmal den Beweis. Ja, das ist schon lustig, oder? Aber wer glaubt, das war's jetzt mit der Gemeinsamkeit mit der Affäre und Baerbock, der irrt. Denn auch beim von Steuergeldern finanzierten Staatsdiener Laschet ist das Thema Steuern
scheinbar nicht so wichtig. Hier mal ein Zitat aus der SZ. Ihr merkt, ich arbeite hier viel mit Zitaten und viel mit Quellenbelegen, damit man mir eben jetzt nicht vorwerfen kann, dass es nicht Fakten sind. Als kleiner Hinweis noch, Laschet spendete dann den Verdienst. Nun sieht die Sache etwas anders aus. Zwar wurden dem Kölner Verein Coach tatsächlich 4.000 Euro überwiesen, der Reinerlös des Buches. Davor hatte der Verlag vom ursprünglichen Gesamthonorar 145 Autorenexemplare im Wert von 1.742 Euro abgezogen. Ja, das sind eben beides Beträge, die Laschet hätte versteuern müssen. Der Steuerberater hat dann 5 Jahre später die Unterlagen nachgereicht. Laschet erhielt dafür aber eine Spendenquittung, die er in seiner Steuererklärung geltend machte. Beides passt nicht zusammen. Einerseits soll das Buch eine Diensttätigkeit gewesen sein, andererseits reichte Laschet privat die Spendenquittung ein. Ich habe nicht gedacht, dass das ein Fehler sein könnte, sagte Laschet. Und ich muss sagen, meine Lieben, es beruhigt mich jetzt nicht im geringsten, dass unsere beiden Kanzlerkandidaten scheinbar gleich ahnungslos durch die Gegend stolpern. Und da frage ich mich dann auch immer, wo ist eigentlich Volker Pispers, wenn man ihn mal braucht? Ich frage mich auch, was passieren wird, wenn man war. Was als normaler Mensch mal machen würde. Aber da war doch noch was, ne? Baerbock wurden doch auch Lücken im Lebenslauf vorgeworfen, wenn ich mich nicht irre. Ein Skandal, ne? Wochenlang in allen Bild- und Weltartikeln vertreten. Ja, ist ja lustig, dass Laschet die auch hat. Ach, das war's jetzt noch gar nicht mit Skandalen, die sich Laschet geleistet hat. Nein, meine Freunde, wir fangen erst an. Jungs, ihr müsst euch vorstellen, dass unter diesen Gesichtspunkten freaking Olaf Scholz wie eine gute Alternative klingt. Ihr wisst, wer Olaf Scholz ist und ihr wisst, dass Olaf Scholz keine Alternative ist. Es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Stadtanzeiger vom 23.06.21 zu zitieren. In seiner Vita war die Zeit als Dozent an der RWTH Aachen nicht erwähnt worden. Wieso sollte man denn eine so wichtige und tolle Etappe in seinem... Politisch haben wir einige Probleme. Bei weitem nicht so, wie es andere Länder getroffen hat, aber... Ja, strukturell, politisch haben wir schon ein bisschen... Es ist schon ein bisschen sass, Deutschland. Lebenslauf weglassen. In seiner Tätigkeit als Dozent an der RWTH Aachen verlor er Klausuren seines Seminars. Das wäre an sich nicht weiter tragisch, hätte er nicht versucht, das zu verschleiern. Das fiel wiederum nur deswegen... Jungs, jetzt! ...auf, weil er mehr Noten vergab, als die Prüfung Teilnehmer hatte. Währenddessen widersprach er sich ständig mal, wollte er bis heute im Besitz der Notizen sein, die er sich zu den Klausuren gemacht hat und dementsprechend das nachvollziehen können. Und später dann sagt er dann, dass er die Notizen weggeschmissen hätte. Die SZ schreibt, wenn man Armin Laschet und... Hab ich das überhört oder hat er das nicht gesagt? Jungs, wisst ihr warum ich Würfel Armin sage? Wisst ihr, wie er den Noten ausgegeben hat? Er hat gewürfelt, was die Schüler für eine Note kriegen. Stell dir vor, Günther Hans hat 8 Jahre lang gehasselt. Hat 8 Jahre lang über für den Chess gebüffelt und kriegt eine 4-, fragt, Digga, scheiße, halt, ich habe ein halbes Leben weggeworfen. Und irgend so ein Hans Wurst hat sich noch am Tag davor noch in die Hose geschissen und kriegt eine 1. Wisst ihr, meint, weil der einfach gewürfelt. Wenn man seinen nachlässigen Arbeitsstil kennt, ist es recht unwahrscheinlich, dass er sich je welche gemacht hat. Na, das letzte kam nicht von mir, das kam von der SZ. Die Staatskanzlei begründet das Fehlen dieser Informationen wie folgt. Eine Darstellung in einer kurzen Lebenslaufübersicht kann naturgemäß nur eine Auswahl darstellen. Und da Laschet auch nur von 1999 bis 2015 dort doziert hat, ist das auch ganz klar völlig unerheblich. Das ist 16 Jahre, Alter! Der Auftrag im Zuge des Skandals verloren hat und das damit auch wirklich keine weitere Bedeutung hat. Ne? Und überhaupt Details. Und überhaupt war das auch die einzige Ungenauigkeit. Nein, was nicht. Die Online macht auf einen weiteren Fehler aufmerksam. Anders als auf der Seite des Landes Nordrhein-Westfalen sowie in seinem Lebenslauf zur Bewerbung um den CDU-Vorsitz vermerkt, sei Laschet seit dem 31. Oktober 2020 nicht mehr Direktoriumsmitglied der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen. Details! Immer diese Details! Naja, und das Jahr 2015 liegt ja auch schon etwas zurück. Da ist doch bestimmt schon ein bisschen Gras drüber gewachsen, oder? Ja, das Gras in Deutschland, das wächst schnell. Und damit meine ich nicht, dass immer noch illegale Marihuana das jeder konsumiert, sondern die Aufmerksamkeit des Volkes. Da war doch mal was mit so einer Maskenaffäre, oder? Um hier die SZ vom 11. Ach, sein Sohn, der echt Ryan Gosling, und der sieht auch echt heiß aus und ich würde auch echt in seinen Sohn reingehen, aber... 20 zu zitieren. Laschet kritisierte mithin die mittlerweile aus den Parteien ausgeschiedenen Abgeordneten Nüsslein und Löbel scharf. Auf die Frage, ob er weitere Fälle dieser Art ausschließe, entgegnete der Politiker, ich kann gar nichts ausschließen. Die kriminelle Energie im Menschen scheint so groß zu sein und die moralische Hemmschwelle, so etwas zu tun, scheint in einer mir nicht vorstellbaren Größenordnung dieses zu sein. Dieses Bild dazu, gar Jungs, die CDU, es gibt jetzt, ach, scheiß auf die CDU, Digga. Also, vorhin Korruption. Das ist Laschets Sohn Johannes, ein fescher Bursche. Der Vintage-Bursche, um genau zu sein. Ich kann ihn schon vorher, weil ich klassische Herrenmode mag. Burschenschaftlich sieht der modebewusste Vintage-Bursche jedenfalls aus, der natürlich auch wie sein Vater in Bonn in einer Burschenschaft ist und Jura studiert. Ach ja, wie der Vater, so der Sohn, ne? Aber echt, sieht actually aus, also so richtig, so, finde ich stark. Anders als sein Vater ist er modebewusst. Da könnte er auch ruhig mal seinen Vater beraten in Textilangelegenheiten, oder? Deswegen hat er das scheinbar auch getan. Und es ging um Masken. Die Rheinische Post schreibt, bei der Suche nach Masken und Produzenten zu Beginn der Corona-Krise habe er seinem Vater den Kontakt eines Inhabers weitergegeben, mit dem ich bekanntlich schon lange zusammenarbeitete, schrieb Joe Laschet, ohne den Namen von Lag zu erwähnen. Johannes ist nämlich ein Werbepartner und hat den Kontakt zum Ministerpräsidenten hergestellt. Im Frühjahr hatte die Firma aus Mönchengladbach einen Auftrag des Landes über 38,5 Millionen Euro bekommen. Die NRW-Polizei ordnete dann später noch zweimal 1,25 Millionen Masken für insgesamt 4 Millionen Euro nach.
Ja, vorweg, ja, er hat 2020 mit Van Laak 6.358 Euro verdient, aber nicht dafür. Aber fassen wir mal das Ganze kurz zusammen, dass wir es besser verstehen, dass wir jetzt auch kein Detail verpassen. Der Sohn des Ministerpräsidenten, der von einer Firma bezahlt wird, vermittelt einen Kontakt für einen insgesamt 45,4 Millionen Euro bruttoschweren, nicht speziellen Auftrag, den jede Textilfirma umsetzen kann. Und die Firma bekommt ohne eine Einreichungsrunde. Na, für andere an. Es gibt Minister, es gab Zeiten, da wären Minister dafür zurückzutreten. Gebote, den Zuschlag. Bezahlt von unserem Steuergeld. Ist das richtig? Das waren die Fakten, ne? Man sowas nicht früher Vetternwirtschaft genannt. Das findet zumindest die SPD. Das wiederum findet Laschet schäbig. Der Vorwurf der SPD ist wirklich schäbig. Außerhalb Nordrhein-Westfalen. Ist ganz schön schäbig. Nordrhein-Westfalens kennt man vielleicht nicht den Zustand der nordrhein-westfälischen SPD. Der gehört diffamieren immer zum Stilmittel. Weil man sich nämlich händeringend nach Firmen umgesehen hätte, die die Produktion hätten umstellen wollen. Also quasi jede Textilfirma im Jahr 2020, weil das quasi das größte Geschäft war, aber lassen wir das. Thomas Gucciardi präsentierte daraufhin drei Unternehmen, die ebenfalls Schutzausrüstung hätten liefern wollen und können, aber mit ihren Angeboten offenbar ins Leere gelaufen sind. Sie hätten zähneknirschend zugesehen, wie Van Laak den Großauftrag für 10 Millionen Schutzkittel an Land zog. Das ist auf zdf.de zu lesen. Weiter heißt es, ein Geschäftsführer eines Familienunternehmens aus NRW bestätigt im Gespräch mit ZDF heute, dass man Mitte April ein Angebot abgegeben habe, 80.000 Community-Masken jeden Monat zu je 1,79 Euro waschbar bei 95 Grad zu geben. Das Angebot ging an die eigens eingerichtete Mailadresse des Landesgesundheitsministeriums. Tja, lief völlig ins Leere, glaube ich. Dabei muss man jetzt an dieser Stelle erwähnen, dass dieser Van Laak-Posten noch nicht mal der größte Posten war. Es wurden insgesamt Aufträge in Höhe einer 500 Millionen Euro vergeben und man will prüfen lassen, warum gerade die Firmen bedacht wurden, die da bedacht worden sind. Ja? Durch die Pandemiesituation wurden Ausschreibungen ausgesetzt, also eine Lücke gefunden und verwandelt. Ne? Der alte Fußballfreund Laschet weiß natürlich, wie es geht. Ob in anderen Firmen Burschenschaftskameraden arbeiten? Tja, aber ein aktuelles Rechtsgutachten im Auftrag der SPD hält den millionenschweren Schutzkittelauftrag der Landesregierung an die Modefirma Van Laak für nicht rechtsmäßig. Eine Koblenzer Anwaltskanzlei kommt zu dem Schluss, dass bei der Vergabe grob gegen die herrschenden Vorschriften des Vergaberechts verstoßen worden sei. Tja, wäre mir ja gar nicht aufgefallen. Eine Rechtsverfahren Vergabeverfahrens ich mag den, ja, lustig. Unternehmen zu führen, besteht nicht. Heißt es in dem Ende Dezember 2020 fertiggestellten vielseitigen Gutachten, das schreibt express.de. Ja, aber warum denn? Verhandlungen mit nur einem Unternehmen sind nur gerechtfertigt, wenn feststeht, dass nur dieses in der Lage ist, den Auftrag zu erfüllen. Das ist im Fall Van Laak nicht ersichtlich. Überdies sind Schutzkittel keine neuartige Produktart. Es gab auch vor der Pandemie das Bedürfnis, solche Kittel zu beschaffen. Es sei also davon auszugehen, dass der Regierung entsprechende Bezugsquellen bekannt gewesen sein müssten. Die notwendigen Informationen leicht zu beschaffen gewesen sind. Tja, also ich muss sagen, ich frage mich ja, wie lange man mit ich habe gar nicht gewusst, dass es nicht erlaubt ist, weiterkommt. Ich habe Geist gemacht. Lange, bis man einen ernsthaften medialen Krieg heraufbeschwört, indem man sieht, wie tendenziös gewisse Medien teilweise berichten. Und ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich dieses Sahnehäubchen, möchte ich sagen, für euch entdeckt habe, da ich es zu seiner Zeit irgendwie nicht mitbekommen habe. Und das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte. Es gab einen ARD-Kontrastebeitrag auf tagesschau.de vom 11.05.2020. Dabei ging es um die Heinsberg-Studie von Streeck, die durch die Kommunikationsagentur mit einer Art Drehbuch inszeniert wurde. Bro, wer ist er? Erinnert ihr euch? Das schrieb auf jeden Fall Capital. Verfasst wurden die 22 Seiten Drehbuch, um sie an Sponsoren zu schicken. Es war die erste Studie in einem Corona-Hotspot und das während des Shutdowns, also wahnsinnig interessant. Und sie hat ein Ziel, nämlich das Ergebnis zurück zur Normalität finden zu können. Lest euch das wirklich mal durch. Links, wie gesagt, da unten in der Beschreibung. Auf Streeck setzten damals alle, die Öffnung befürworteten. Allen voran Armin Laschet, der 65.000 Euro vom Land springen ließ, um das zu finanzieren. Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt über Story Machine. Das wurde auf Social Media damals auch veröffentlicht. Moment, Storytime zu Story Machine. Was ist das? Diese Gute Firma Frage. Ist 2017 von Kai Diekmann. Kunstpause. Dem Ex-Herausgeber der Bild, Philipp Jessen, dem Ex-Sternchef und dem... Das müsst ihr... Also, das ist einfach... Hier sind drei sympathische Persönlichkeiten. Der Ex-Bildchef... Oh, ey. ...von Guido Westerwelle und Unternehmer Michael Mronz gegründet worden. Sie beraten beispielsweise auch Ursula von der Leyen. Also, ich meine, ich lasse die Namen jetzt einfach mal im Raum stehen, oder? Fassen wir kurz zusammen. Mronz trat seine Zeit... Digga, von der Leyen. ...deshalb den Zuschlag, weil man sich schon lange kannte. Der Deutsche Rat für Public Relations untersucht auf Verstöße gegen das Transparenzgebot, was laut Story Machines Anwalt nicht vorliege, weil es ja keine PR-Agentur, sondern eine Kommunikationsagentur ist, Herrgott. Lernt doch mal den Unterschied. Das Ergebnis, eine Rüge wegen der Rufschädigung des Berufsstandes durch unprofessionelles Verhalten. Der Rat habe den Eindruck, dass durch das Agieren der Agentur in der Öffentlichkeit zumindest der Eindruck einer manipulativen Darstellung entstanden ist und wissenschaftliche Arbeit primär dazu genutzt wurde, um an der zu erwarten hohen Aufmerksamkeit zu partizipieren. Moment, was kam denn dabei raus? Es kam etwas dabei raus, das Laschet zufälligerweise für seinen Exitplan benutzen konnte. Was für ein Exitplan? Naja, er wollte ja raus aus dem Lockdown. Die Kosten für die Agentur wurden vom Internetprovider Deutsche Glasfaser und die Gries Deko Company, die Muttergesellschaft der Deko-Handelskette Depot, unterstützt. Ne? Weil Depot ohne Kunden in den Einkaufspassagen macht ja keinen Sinn. Deswegen musste das ordentlich verarbeitet werden. Laschet wusste angeblich weder vom Konzept, den Geldgebern, für die PR-Agentur floss auch kein Geld vom Staat. Allerdings nahm er an einer Pressekonferenz teil, in der auf von Wissenschaftsseite kritisierten Art und Weise die Zwischenergebnisse kurz vor der Ministerpräsidentenkonferenz zur Abstimmung über den Lockdown präsentiert wurden. Ja, hat alles rein zufällig ganz gut in seinen Plan gepasst. Also halten wir fest, Digga, Laschet, so ein Meme der Mann. Möglichen Interessenten. Ergebnis offen, zur Unterstützung angeboten wurde und will von PR-Konzept nichts gewusst haben, obwohl er aktiv partizipiert und die Termine so umgesetzt werden, dass es für einen eigenen Exitplan zeitlich optimal passt. Ja, ist klar, nicht? Halt. Wir haben hier zwar einen House of Cards-Moment offen daliegen, aber es wird noch krasser. Jetzt kommen wir nämlich zum medialen Kampf. Im Beitrag der ARD wird aufgearbeitet, wie Laschet sich immer wieder anders zu seiner
Involviertheit äußert. ARD, ich habe gerade AfD verstanden. Danke, aber Dicker, was hat die AfD hier zu suchen? Piss dich! Ich weiß davon nichts, nachdem es bereits 13 Tage der Landesregierung bekannt war, dass es eine PR-Agentur gibt. Da springt der Fokus zur Seite und beschuldigt Aspekte der Lüge, was Aspekte ziemlich souverän als ja, Blödsinn enttarnen kann. Aber wozu gehört denn der Fokus? Warum passiert denn das? Nicht Springer. Nee, das wäre auch zu offensichtlich, aber zu Burda. Dass Fokus zugunsten Laschets berichtet, wundert jetzt nicht. Er ist ja auch schließlich immer ein gern gesehener Sprecher auf dem Burda Inner Circle. Und so ein paar Klicks genügen, um zu sehen, Burda Media spendete früher regelmäßig an die CDU Zehntausende. Wir brauchen es noch ein bisschen aktueller, oder? Wisst ihr denn, wer Burdas Büroleiter und Lobbyist in Berlin ist? Ich weiß nicht mehr, wer Burda ist. Funke, der laut Jungs, dieser Mann hier, der Mann von Armin Laschet, vermietet die Wohnung von Christa Lindner. Christa Lindner mietet bei denen hier. Und das ist unser Gesundheitsminister. Scheiße. Ja, ich füge mir damit Gewalt zu. Das sieht man zwar nicht, aber ich füge mir damit Gewalt gerade zu. Übrigens Papa. Stand der als Redakteur für die Bunte schon mal im Kreuzfeuer, weil er in der Bunten einen sehr positiven Artikel über Botschafter Grenell verfasste, der, wie sich herausstellte, ein persönlicher Freund von ihm und seinem Mann war. Ich will da jetzt aber auch, Herrgott, nicht noch tiefer reingehen, schon gar nicht, was Spahn angeht. Ich denke, es wird deutlich, worauf ich da hinaus will, oder? Übrigens ist seit Anfang Juni Tanne Koch, Ex-Bild-Zeitung-Chefredakteurin, als Kommunikationsexpertin für Laschet an Bord. Wenn es um gute Kommunikation geht, dann immer mit Ex-Bild-Mitarbeitern, die wissen, wie man eine Botschaft ans Volk bringt. Ich habe übrigens mal nach dem Hashtag Lügenlaschet gesucht. Also ich habe nicht aktiv danach gesucht, ich habe gesehen, es gibt ihn. Und eine spannende Erhebung aus dem Jahr 2016 entdeckt. Schüler einer Kölner Journalismusschule haben 4 Monate lang Talkshows ausgewertet. Laschet ist mit 6,5% Unwahrheiten der 5 unehrlichste Politiker, den die Schüler überprüft hatten. Ist jetzt nicht repräsentativ, ich wollte sagen. Nicht so uninteressant. Und jetzt, weil es so schön war, zum Abschluss dieses Kapitels noch eine kleine sympathische Anekdote aus der Zeit des Tönnies-Skandals. Ne? Er verneinte am 18. Stimmt, das haben wir schon wieder vergessen. Ah, Armin Laschet. 20 eine Mitschuld der in Nordrhein-Westfalen gültigen Corona-Regeln am explosionsartigen Ausbruch in der Firma. Wir erinnern uns, war unschön. Und verwies stattdessen zunächst auf einreisende Rumänen und Bulgaren als Auslöser. Ich finde, das lassen wir jetzt mal kurz nachwirken, oder? Die Rumänen sind schuld. Das sagen bei uns auch einige. Welchem politischen Spektrum die zuzuordnen sind, das brauche ich jetzt an der Stelle aber, glaube ich, nicht sagen. Das lässt auf jeden Fall tief blicken auf das eigene Weltbild, dass die ausländischen Gastarbeiter unter schlechten Bedingungen in einer beschissenen Industrie arbeitende Männer und Frauen schuld sind und nicht die Führungselite oder der Konzern. Ja, sollte jemand mit diesem Weltbild wirklich Kanzler werden? Kommen wir jetzt... Mond, ich brauch den Clip, bitte, ich brauch den Hilfe. Sollte Kanzler werden? Nee. So, ich sag mal zweiten Hälfte und da geht es um Armin Laschets Klimapolitik. Ich denke, das interessiert euch auch alle brennend. Schließlich ist das ja der Punkt, der Mann mit Erfahrung. Und der Mann mit Erfahrung hat ja tatsächlich schon einiges gemacht. Achtung, Spoiler, hat er nicht. Er hat reingesackt im Klimading. 19 sagt er bei Anne Will, wir müssen besser darin werden, den jungen Menschen zu erklären, warum das mit dem Klimaschutz nicht so schnell geht. Ja, aber die Antwort ist eigentlich relativ einfach, weil Menschen wie Armin Laschet... Ich wollte gerade sagen, also, wenn man es drauf anlegt, geht es eigentlich relativ schnell. Hallo? Dann steht er im Katastrophengebiet und erzählt davon, wie man jetzt mit aller Vehemenz den Klimaschutz vorantreiben will. Nur wenige Stunden zuvor hat er in einem WDR-Interview gesagt, das ist auch so peinlich, Digga. Jetzt ändert man nicht die Politik. Ja, die Kritik an Baerbock ist, wie gesagt, dass sie keine Regierungserfahrung hat. Wir sollten uns doch mal anschauen, welche Politik Laschet macht, wenn er darüber bestimmen kann. In NRW beispielsweise hat Armin Laschet durchgesetzt, dass Windenergieanlagen, also Windräder, nur noch mit Mindestabstand von 1000 Metern zu Siedlungen errichtet werden dürfen. Ich meine, Windräder sind auch gefährlich, das darf man nicht vergessen, weil die surren, wenn man daneben steht. Also, boah, also es muss schon 1 Kilometer entfernt sein, mindestens. Dazu kann man jetzt sagen, dass eine Reihe... Hä, hey, der ist echt geil, der Kanal, das ist so lustig. ...300 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt stehen, was auch für Gaskraftwerke gilt oder Steinbrüche, wir erinnern uns an dieses Bild. Ja, dumm gelaufen, aber ich meine, es surrte ja nicht, also stürzt ja nicht. Also ich meine, ab und zu gibt es auch mal Sprengungen in Steinbrüchen, aber ist ja nicht immer. Für den Braunkohleabbau durften sogar ganze Ortschaften enteignet werden. Naja, und das, ja, das Wegbaggern ganzer Wälder, das spielt ja sowieso keine Rolle. Das haben wir ja auch schon immer so gemacht. Die 1000-Meter-Regelung sorgt dafür, dass nicht nur faktisch keine neuen Windräder in NRW gebaut werden dürfen, sondern verhindert das auch, dass gut die Hälfte aller in NRW bestehenden Windparks erneuert werden können. Also, dass man da modernere, leistungsfähigere Windräder reinstellen kann, weil sie de facto illegal sind jetzt. Er sagt, kein Land baut die Windenergie dynamischer aus. NRW ist... Doch. Nicht mal Top 3 in Deutschland. Kein Land reduziert mehr CO2. Doch, 2019 war es Baden-Württemberg. Und im Langzeittrend liegen Thüringen, Schleswig-Holstein und Sachsen weit vor NRW. Kein Bundesland... Freaking Sachsen. Wenn du hinter Sachsen liegst, hast du ein Problem. Und ich spreche aus Erfahrung, Jungs, Brandenburg. Tut so viel gegen den Klimawandel. Im Bundesländer-Ranking zur erfolgreichen Nutzung erneuerbarer Energie. Ich war bei einem Spieleland und dann nehmen wir ein Atomkraftwerk. In Deutschland? Die sind doch, werden noch ab... Oder, oh Gott, ich bin gar nicht drin. Die sind abgeschaltet, ne? Oder die werden noch abgeschaltet. Aber ein Großer ist doch down, ne? Hier liegt Nordrhein-Westfalen auf Platz 13. Nur Sachsen, Berlin und das Saarland sind schlechter. Seitdem Vattenfall das Kohlekraftwerk abgeschaltet hat, gibt es kein Bundesland, das so viel Strom aus Kohle erzeugt wie NRW. Mehr als 65% waren es 2017 im bevölkerungsreichsten Bundesland. Ja, die Erhebung stammt aus dem Jahr 2019, weil es noch keine neuen Daten gab. Aus erneuerbaren Quellen stammten dagegen nur 12%. Aber jetzt, meine lieben Freunde, das war ja alles nur Vorgeplänkel, jetzt kommt der Hammer. Also es ist wirklich... die Realität schreibt die besten Witze. Wir brauchen mehr Tempo bei den Maßnahmen zum Klimaschutz, sagte der Mann, unter dem das zu dem wurde. Das kann man sich einfach... Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur, Verbraucherschutz, Land, Nordrhein-Westfalen. Ministerium für... Oh. Erinnert...
Er hat einfach Klimaschutz raus. Ach, scheiße, Digga. Freaking Würfel-Armin. Freaking Armin, lass it. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts letztens, ja, das war ein großer Sieg, dass wir einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Klimaschutz haben. Am 1.7. wurde in NRW ein neues Klimaschutzgesetz verabschiedet, das, um Dirk Jansen, NRW-Geschäftsleiter des BUND, zu zitieren, die Freiheitsrechte der jungen Menschen verletzt und nicht ansatzweise geeignet ist, den vom Bundesverfassungsgericht definierten Anforderungen zu genügen. Ein Beispiel nennt er: Armin Laschet will allein in den Tagebauen Garzweiler und Hambach bis 2038 noch über 750 Millionen Tonnen der Braunkohle fördern. Paris-kompatibel wären maximal 280 Millionen Tonnen. Wir sollten, wenn Armin Laschet den Klimaschutz anspricht, nicht vergessen, wie sein Umgang mit dem Hambacher Forst war. Ja, man wird richtig traurig in diesem Video, man wird richtig, richtig traurig bei Würfel-Armin, ne? Hat er doch gerettet. Also, zumindest hat er das getwittert. Ich zitiere dazu auch einen ziemlich deutlichen Text vom Stern. Für Mensch und Natur ist diese Interpretation ein Hohn. Zum einen wurde der Hambacher Forst, der sich in den 70er Jahren auf rund 4100 Hektar streckte, schon zu 95% von den Kohlebaggern weggebaggert. Der Rest des einst mächtigen Waldes taugt höchstens noch als Denkmal. Zum anderen lobt Laschet Hambi plötzlich als wertvoll und erstrebenswert, wodurch die Landesregierung über Jahre Hundertschaften Polizisten in den Forst geschickt hat, um Widerständler zu vertreiben und dem Energiekonzern RWE die Rodung zu ermöglichen. Welch eine Trittbrettfahrerei. By the way, werden jetzt stattdessen ganze 5 Dörfer weggebaggert und die Abbruchkante ist am Ende so nah am Wald, dass der beim nächsten Regen einfach mit reinrutscht. Regen und... Es ist wirklich... Es ist einfach nur ein Witz. Imagine, du denkst, ich bin ein cooler Typ, ich will... Ach, ich bin auf Dings gegangen. Du bist ein cooler Typ, ich will Armin Laschet. Ist ja niemand. Selbst das Atomkraftwerk, es sieht... Ah ja, doch, ja, ist es. Also sieht mir nicht mehr im Betrieb aus. Also sieht aus, als wäre es nicht mehr im Betrieb. Rutschen und generell ist es ein Problem mittlerweile. Ne? Also das, übrigens auch mal zur gewaltsamen Räumung vom Hambacher Forst. Auch Reporter des WDR, die Offenlegung der Akten nach dem Informationsfreiheitsgesetz erstritten hatten, fanden in den Unterlagen zu diesem ganzen Prozedere keine Protokolle von Gesprächen, an denen Innenminister Herbert Reul oder Bauministerin Ina Schachenbach... Der Mann ist auch ein Meme, Also es hat mich überrascht, ich bin schockiert, dass es rechtsextreme Strukturen in der Polizei gibt. Hätte ich damit rechnen können... Ja! Habe ich damit gerechnet? Ja! Habe ich was gemacht? Nein! Deswegen tue ich so, als würde ich mich das jetzt total überraschen. Man spricht von einer Mogelpackung. Hat man da etwa was entfernt? Der Herr Reul, ne? Das ist auch so eine Personalie, über die müssen wir nochmal sprechen. Zum Strukturwandel in NRW ließe sich auch Folgendes noch sagen. Ja? Schließlich lobt Laschet den Strukturwandel, der jetzt beginnt. Damit der gelingt, ne, kommen sagenhafte 14,8 Milliarden Euro Steuergeld nach NRW. Das sind 1,8 okay. Millionen Euro pro Kumpel. Ist ein ganz, ganz nettes Sümmchen, oder? Hätte man vorher angefangen, dann wäre es nicht nur günstiger, sondern auch nachhaltiger geworden. Aber ja, schwierig, es ist immer so schwierig alles. Hier mal ein Zitat. Aber die Landesregierung unternahm nichts. RWE konnte sich stets auf die Kohletreue der Düsseldorfer verlassen. Nicht nur unter Laschets schwarz-gelber Koalition, sondern auch unter Rot-Grün. Fazit des BUND zur Halbzeit von Laschets Ministerpräsidentschaft in NRW ist folgendes. Wieder der klare Worte gefunden. Unter dem Diktat, die Wirtschaft zu entfesseln, treibt Ministerpräsident Laschet mit seinem Kabinett die Zerstörung des Freiraums und den Verlust an Artenvielfalt aktiv voran. Zu existenziellen Herausforderungen wie dem Klimawandel oder dem Insektensterben liefert Schwarz-Gelb keine Lösung, sondern verschärft die Situation. Die Ökologie ist aufs Abstellgleis geraten. Natürlich ist das politisch eingefärbt, aber ich glaube, die Grundaussage können wir hieraus mitnehmen. Für die Tiefe der Erklärung zur Analyse jetzt fehlt ihr leider ein bisschen die Zeit. Die Quellen, wie gesagt, da unten. Seid so gut und lest euch da noch ein bisschen durch. Es ist wirklich sehr interessant. Auch ich kann lesen. Die Bilanz der NRW-Politik öffentlich. Wie gesagt, das ist natürlich auch politisch jetzt nicht völlig uneingefärbt. Sie ist mit dem Titel Der Blender versehen. Laschet rühmt sich gern mit der Verbesserung der Bahninfrastruktur. 1,5 Milliarden Euro wurden investiert, aber aus Bundestöpfen. Die Landesgelder fließen ja in den Straßenbau. Er rühmt sich mit der Verringerung der Wohnungseinbrüche um 40% in Zeiten von Lockdowns. Ja, klar breche ich in eine Wohnung nicht ein, wenn ich weiß, dass da alle Einwohner drin sitzen. Es ist so, der Mann ist wirklich besonders. Ich möchte nicht beleidigen, aber er ist besonders. Übrigens ist ja momentan das Wort Clan-Kriminalität in aller Munde. Es ist ein Reizwort, es ist ein sehr schwieriges Thema. Existiert das? Ist das rassistisch eingefärbt? Ist auf jeden Fall ein Diskurs, der geführt werden muss. Das Wort wurde auf jeden Fall von Innenminister Reul geprägt und trägt das Klischee des kriminellen Ausländers in sich. Reul wiederum ignoriert auch lange rechtsradikale Tendenzen in der Polizei. Da erinnere ich nur an die das, was ich meinte. Beamter mit deutlichen Bildern wie Hakenkreuzen, ein Bild eines Flüchtlings, wie böse er guckt. Hitlerbilder und so weiter und so fort. Das ist ein komisches Umfeld für den ersten Integrationsminister Deutschlands, dieser Herr Reul, würde ich sagen. Ja, man hat ein tierfreundliches Jagdgesetz der Grünen kassiert und zu einem Kniefall für die Jägerlobby gemacht, wie Umweltexperte Norwich Rüße sagt. Beispiel: Es ist für die Hundeausbildung fortan wieder zulässig, Enten im Vorfeld flugunfähig zu machen, damit sie nicht fliehen können. Das klingt furchtbar. Muss das ich jetzt mal so sagen. Achso, und es werden übrigens 18 Fußballfelder in NRW zubetoniert. Der kann dann auch Wasser sehr schlecht versickern. Ne? Just saying. Das reicht uns erstmal, würde ich sagen. Oder wir haben jetzt eine Ewigkeit für dieses Video. Kommen wir zum letzten Abschnitt, nämlich Kumpel Laschet. Das ist besonders wichtig, weil Laschets Vater ja Kumpel war. Ganz wichtig, nochmal erwähnen. Aber das meinte ich nicht mit der Überschrift. Hat mein Vater mir seine Erkennungsmarke als Glücksbringer mitgegeben. Er hat gesagt... Sag den Leuten, sie können dir vertrauen. Nee. Tun wir nicht. Das war auch wirklich, einfach peinlich. Nicht, dass hier wer Parteivorsitzender wird. Freaking Fritze Merz, Norbert Röttgen, Digga. Erinnert sich irgendwer noch an Norbert Röttgen? Ich denke nicht.
und Laschet. Es war peinlich. Nein, nein, es geht um etwas, das eigentlich viel zu oft vergessen wird, wenn wir uns mit der Arbeit von Politikern auseinandersetzen. Nämlich die Menschen, die sie umgeben, die ihre Arbeit koordinieren, die Drecksarbeit, sag ich jetzt mal, machen. Musst du dich kennen, ist irrelevant. Und es gibt hinter Laschet einen Mann, der vielleicht der Grund ist, warum Laschet überhaupt so weit gekommen ist in den letzten Jahren. Hier ein Zitat aus der Taz. Wie vertraut die beiden sind, lässt sich bei nahezu jeder Landtagssitzung beobachten. Leminskis Platz auf der Regierungsbank ist in der zweiten Reihe, direkt hinter Laschet. Immer wieder beugt sich der Regierungsmanager zu seinem Ministerpräsidenten vor, bespricht Details. Oft dreht sich aber auch Laschet zu ihm um. Könnte man vielleicht sogar sagen, bewegt sich Laschet so, wie Nathanael Leminski es will. Fest steht nach 6 Jahren Zusammenarbeit. Weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen marionettenmäßig. Weiß ich jetzt nicht. Gegenüberstand nichts mehr von ihr wissen. Und er erklärt jetzt die Grünen zu seinem Hauptgegner. Es gibt kein schwarz-grünes Projekt, keine gemeinsame Idee, für die man antritt. Dafür sind die Gegensätze doch zu groß. Ist interessant, dass man das nach so vielen Jahren politischer Karriere dann feststellt. Stattdessen beschwört er die Vorteile einer Koalition mit der FDP und sei es nur aus Wahlkampftaktik. Wir sollten uns vor Ende des Videos noch mal ein paar Minuten für Leminski. Der erzkatholische Leminski scheint nämlich vor allem der Organisator von Laschet zu sein, der, wenn man sich die Berichte so anhört, ziemlich chaotisch agiert. Sein Vater, Jürgen Leminski, war kirchlich und politisch, ich sage mal, relativ selbstbewusst. Er war bei Opus Dei und wie wir uns erinnern, war das auch der Bruder von Laschets Schwiegervater, den gerne mal Antisemitismus und andere Dinge vorgeworfen werden. Er kritisierte beispielsweise die Kritik an Pius XII. Für seine Haltung zum Holocaust im Zweiten Weltkrieg und veröffentlichte Beiträge in der Freien Welt. Das ist ein Medium, das Teil des Vereinsnetzwerks Zivile Koalition der AfD. Das, Jungs, das sieht super sass aus. Die grüne Politik der Stadt Deutschland, das wollen die Grünen wirklich! Sie wollen den totalen Klimaschutz! In der Freien Welt. Das ist ein Medium, das Teil des Vereinsnetzwerks. Und die Regierung will den totalen Impf. Netzwerks Zivile Koalition der AfD-Politiker Beatrix und Sven von Storch ist. Aber es ist ja auch egal, es geht hier um das Teil des Vereinsnetzwerks Zivile Koalition der AfD-Politiker Beatrix und Sven von... Dieser Mann sieht wirklich, der sieht ganz böse aus. Ich stelle mir vor, ihr werdet mit denen mal hier eingesperrt. Also so nachts, so ein Kerzenschein in den Raum. Super gruselig. Aber es ist ja auch egal, es geht ja auch nicht um den Vater. Ja, die Sünden des Vaters sind ja auch nicht... Die Freien Wähler sind ja mehr konservativ, ist so eine... Eigentlich eine CDU. Kann man relativ gut mit CDU oder CSU vergleichen. Der Vorsitzende ist gegen Impfungen. Der will sich nicht impfen lassen, weil das ist ein bisschen zu hoch, das Risiko. Nee. Die Freiheit wird geschrieben. Ja. Eher nicht. Eigentlich könnte man allein ihm ein eigenes Video widmen. Sehr interessante Persönlichkeit. Vielleicht, wenn er dann endlich Kanzleramtschef ist, nach der Wahl. Nathanael schaffte selbst, richtig dick zitatfähig zu sein. Etwa mit diesem hier. Ich kenne viele Homosexuelle und einige tun mir leid. Der Staat muss schon aus reiner Selbsterhaltung die natürliche Form der Ehe und Familie fördern. Vielleicht deswegen... Mittlerweile Journalisten ihn zu zitieren, wie die Rheinische Post schreibt. Er ist auch Mitbegründer der Generation Benedikt und hat im Zuge dessen auch ein Buch verfasst. Papst Benedikt besuchte damals den Weltjugendtag in Köln und erleuchtet davon gründete man eben die Generation Benedikt, was jetzt die Initiative Pontifex ist. Und dieses papsttreue Netzwerk wollte den Schwung des Weltjugendtages nutzen, um konservative Überzeugungen unter Jugendlichen und in den Medien stärker Gehör zu verschaffen. Und Nathanael wurde der Talkshow-Vorzeigekatholik, ja. Da gab es so einen legendären Auftritt bei Sandra Maischberger im Jahr 2007. Ich grüße hier übrigens an das Team von Jan Böhmermann und Camp Act. Ich habe auch den Artikel auf katholisch.de gesehen. Er arbeitete schon unter Roland Pofalla, unter de Maizière im Verteidigungsministerium. Seit 2014 laufen alle wichtigen Dinge von Armin Laschet über Leminskis Tisch und seit 2017 ist er Chef der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen. Ein Ex-Kollege sagte der Rheinischen Post über Leminski, er genießt großen Respekt, vielleicht zu viel. Jedenfalls möchte den keiner zum Gegner haben. Und das, meine lieben Freunde, klingt auch schon wieder ein kleines bisschen wie House of Cards. Wie geht es jetzt wohl weiter in der nächsten Staffel? Laschet im Kanzleramt. Na, wie die vorletzte Staffel war. Bitte nicht! Endlich am obersten Ziel angekommen. Und damit möchte ich erst einmal ein Fazit finden. Natürlich ist das Bild, das ich hier zeichne, unvollständig. Es sind so viele kleine Fauxpas. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr objektiv. Ihr wisst, wenn man ein sehr voreingenommen ist. Ihr wisst, was ich meine, Meinung. Und wir wissen, wir kennen natürlich die Gegenformation nicht. Wir kennen nur die eine Seite. Aber wir kennen auch alle Armin Laschet. Von daher können wir uns alle ziemlich sicher sein, das, was er hier labert, das ist kein Bockmist. Das steht auf festen. Als in einer Live-Sendung mehrmals den Namen der Moderatorin vergaß. Füßen. Was ist mit Maaßen, der wie ein AfD-Schläfer in der CDU agiert, ja? Fantasien eines linksextremen Netzwerks. Jungs, der Mann. Was ist mit Maaßen? War mal Präsident des BNDs. Des Verfassungsschutz. Des Verfassungsschutz. So rum, nicht BND. Der Mann. Mehr muss ich nicht sagen. Der wie ein AfD-Schläfer in der CDU agiert. Subjektiv, okay, war subjektiv. Im Netzwerk in den öffentlich-rechtlichen Medien streut, wilde Unterstellungen ohne jeden konkreten Beleg, Charaktertests, Gesinnungsprüfungen für Journalisten. Solche Ansinnen erinnerten die Journalistin Bettina Gauss an die Reichsschrifttumskammer im Dritten Reich. Und Laschet, also so richtig dagegen, ist er jetzt nicht. Da hätte man sich mehr gewünscht. Oder dass er den Sexismusvorwurf gegenüber Rainer Brüderle, ja, wir erinnern uns alle noch schwach, an den Hashtag Aufschrei als eine Nichtigkeit bezeichnet. Oder nee, weiß ich nicht mehr. NRW sukzessive die Repräsentation von lesbisch-schwulen Themen zurückgefahren hat. Oder 6 Jahre Europaparlament. Was hat er da gemacht? Das konnte ich allein nicht rausfinden. Leider habe ich kein Rechercheteam, um da jetzt noch weiter in diese Untiefen vordringen zu können. Aber vielleicht übernimmt ja an dieser Stelle die gut bezahlte Funkriege den Auftrag.
Laschets Aufstieg ist eigentlich, wie man ihn sich jetzt klischeehaft vorstellt. Ne? Daher spiele ich immer mit diesem House of Cards-Bild. Umso lustiger, dass sich tatsächlich eine Person, ich nenne jetzt keinen Namen, aus der NRW-Landesregierung im Jahr 2018 eben genau die Frage stellte, als ich sie zufällig auf Mallorca in einem Kloster kennenlernte, also wirklich völlig zufällig, wie viel House of Cards steckt in der deutschen Politik? Und die Antwort der Person war, alles bis auf Mord. Also zumindest ihres Wissens. Und ich muss sagen, diese Aussage trage ich seitdem echt mit mir rum. Wir glauben nämlich immer, dass in Deutschland das alles so gar nicht möglich ist. Ne? Dass deutsche Politiker viel zu träge, viel zu... Ja, okay, die Quelle ist jetzt Vertrauen, mein Bruder. Aber ich muss sagen, ich kann mir das relativ gut vorstellen. In Zügen, in Teilen kann ich mir das relativ gut vorstellen sogar. Man könnte, dass da im Hintergrund Sachen laufen, die verfilmungsreif wären. Früh in die richtigen Kreise geraten, mit den richtigen Leuten verknüpft, Unterstützung erfahren und auf den perfekten Zeitpunkt gewartet. Nach außen harmlos, menschlich, ein bisschen tollpatschig, aber entweder durch geschicktes Management oder Eigenantrieb, klarer Machtmensch. Treffender könnte der Titel der Biografie Der Machtmenschliche, die jetzt gerade veröffentlicht wurde, nicht formuliert werden. Und noch ein Hinweis zum Schluss. Ich habe mit Quellen aus allen Richtungen gearbeitet. Mit Taz genauso wie mit FAZ oder RP oder Stern oder Fokus, Bild. Artikel der Adenauer Stiftung sind hier mit reingeflossen. Beispielsweise bin ich erst durch die Adenauer Stiftung auf die Verbindung zu den Burschenschaften aufmerksam geworden. Also wirklich allem querbeet. Das ist keine einseitige politische Interpretation. Das sind die Fakten, die sich nach weit mehr als 100 Artikeln ergeben haben. Ich möchte hier an dieser Stelle wirklich niemanden ans Herz legen, was er wählen soll. Ich möchte nur, dass es eine Aufklärungsgleichheit gibt. So. Meine wichtigsten Quellen findet ihr dort unten, da könnt ihr gerne alles ja. nachlesen. Ich hoffe, dass mit diesem Video so ein bisschen Licht in die... War ein wirklich, wirklich stronges Video. Und auch davor war mir eigentlich schon klar, wer Armin Laschet wählt. Der ist nicht ganz so cool.